Herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Yooka-Laylee and the Impossible Lair. Und im letzten Part haben wir eine ziemlich lange Folge gehabt, weil wir dieses Level hier gespielt haben, was meiner Meinung nach eine der schlimmsten Coins oder Twin-Münzen versteckt hat. Haben dann noch hier das Wasser aufgemacht, dafür haben wir den lieben Rampo die Zähne ausgerissen, so gesagt haben wir Zahnarzt gespielt. Und haben ein Unterwasser-Level gemacht bei Kapitel 3? Nee, oder? Ja. Flutet, da haben wir das Flutlevel bei Frucht gemacht. Und jetzt gehen wir in Lichterlichtung gewachsen. Okay. Ich dachte, das wird wieder ein Überflutungslevel. Aber okay. Dann spielen wir ein gewachsenes Level. Let's go. So, und let's go. Und es regnet. Und da ist die erste Münze. Diesmal nicht so assi versteckt, hoffe ich mal. Die ist ja nicht versteckt. Okay, da kommt man nicht hoch. Ich habe eine Idee, aber wie jemand da hochkommt. Komm her und zack. Nein! Alles mal ganz kurz. Wir holen uns erst Münzen mal. Ja, trigger me. Ist ein guter Tipp für den Anfang, Level neu starten immer. Ich mag die Musik, die ist. Ich finde die Musik besser als letzten Part. Ich fand ja insgesamt das fünfte Kapitel jetzt nicht so gut. You are trigger me. Er hat gar nicht getroffen, die Tür. Meine Güte. Stell dich nicht so an, Pips. Pappnase. Nein, ich wollte ja nicht hoch. Komm her. Krattler, komm her. Warum? Mann. Ich hab doch den richtigen Moment A gedrückt. Pedro. Jetzt. Oh mein Gott. Okay, jetzt können wir die... Das Level richtig anfangen. Boom. War was gerade? Wartet mal. Kill mich mal, ich habe wieder gesaved. Die erste mit. Hoffe ich mal. Ja! Ja, die haben wir. Perfekt. Ob der uns getroffen hat? Lally, du bleibst hier. Ejo. Aha, ein Key. Haha, gut, dass ich noch mal neu gestartet habe. Mehr Federn. Ja, wir brauchen Federn zur Zeit. Die wären so gut. Aber fuck, ich habe ja gar keine Lady mehr. Scheiße, vergessen. Und wir gehen da rein. Ich bin doof. Ich weiß. Guck mich nicht so doof an. Aber ey, als ob der sich... Lady, komm her. Stell dich nicht so an. Komm, ich brauche den Key. Es beginnt ja schon hier perfekt los, das Level. Kappa. Okay, jetzt Konzentration, Mark. Als ob hier mein Mundi. So, hier einfach dahin laufen, dann fressen. So, ein paar Federn einsammeln. Lady, bleib hier. Nein! Ach komm, der Schlüssel ist jetzt unten geblieben, weil ich getroffen wurde. Komm. Hä? Ist hier was? Will aber nicht. Ich will sterben, bitte. Lass mich doch einmal sterben. Danke. Meine Güte. Lass die einfach nicht einen sterben. Okay. Aber jetzt komm. Fluche diesen Gegner. Yeah.
So, jetzt spielen wir ganz vorsichtig, lassen den runter, springen drüber, springen hier hoch, lassen den kommen, springen drüber und haben drinnen. Wow, das war jetzt nicht so schwer, Marc. Wir haben hier einfach hier 6 Minuten rumgeblödelt. Das ist unnötig gewesen, Marc. Sagen. Ups. Yay, yeah, und das nur für Federn. Yay. Yeah. Okay. So. Aber ich merke nicht, dass es ein Unterschied zum anderen Level ist. Für mich ist es ein ganz anderes Level. Es ist ja gewachsen. Lol, das geht. Ist ja cool. Nein! Mist. Okay, nochmal. Das ist ja cool. Hab ich gefeiert. Hier. Das ist cool. Ich bin da, weil du darauf nicht rausspringen kann. Aber es erinnert mich ziemlich stark an die Minecraft-Level. Wenn das so ein geiler Level ist. Das so ein geiles Level ist. Wie Minecraft, dann liebe ich jetzt schon das Level. Okay, Leute. Ich muss mich kurz konzentrieren. Er part wird anscheinend nichts mehr, Leute. Für Skill seid ihr falsch. Ja, ist er jetzt ziemlich stark an die Minecraft-Level. So. Muss ich warten, bis. Wer? Da war was oben. Wenn da was oben war, schlage ich die Henne. Nee, der hier ist sie. Nein! Okay. Alles gut. Da war was. Da war was. Muss ja der Checkpoint gewesen. Komm, kill me. Kill me! Ich will halt alles mitnehmen, Leute. Und nicht wieder. Okay. Es kann. Man kann auch cutten. Das ist cooler, wenn man so alles in einem Level schafft. Okay. So. Wie wurde ich jetzt getroffen? Nein! Okay, dann gucke ich leider auch nicht nach. Das ist mir dann zu doof. Dort. Okay. Lass mich raten, dort unten war eine Bombe. Wird! Wird! Okay, holy shit, das Level ist schwer. Level ist schwer, aber geil. Weil die Secrets sind so geil versteckt. Das ist halt wirklich wie Donkey Kong Level. Das ist ja dann ziemlich stark an die Raketenlevel. Und ja. Ah! Okay, ich muss mich gerade erst konzentrieren. Wisst ihr, wieso das Level neu machen? Wegen dieser Boxer. Mann! Nein, ich will nicht. Ich will nicht. Abfall bitte runter doch einmal, Lady. Okay, stirb hier einfach daran. Danke. Geiler Tod. Oh Mann, ey. Okay, die Folge ist halt wirklich nichts. Null produktiv. Sagen wir mal so. Aber was soll ich denn machen? Oh, ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Nein, ich will sterben. Danke. Nee, warum verstehen das Menschen? Keine Pflanzen nicht. Hier keine Menschen. Nein, jetzt habe ich es schon wieder nicht gekriegt. Man muss irgendwie. Man kann ja. Habt ihr Probleme? Nein, wir haben keine Probleme. Ich will die Münze haben. Das ist mein Problem. Lady, bleib hier. Danke. So, jetzt haben wir die 4. Münze. Der ist aber auch sehr fies, meiner Meinung. Aber okay, jetzt müssen wir nur für die 3. Mütze nachfliegen. Oder nachspringen. Ach komm, als ob die nach ganz unten geht. Das kann ich doch nicht wissen. Oh, ist die Musik so schnell. Hä, und jetzt?
Hä? Warum hat er losgelassen? Aber das ist halt wirklich ein Minecraft-Level. Das finde ich geil. Ich mag, dass die Musik jetzt schnell läuft. Für schneller finde ich sie noch besser. Wer jetzt Konzentration mag. Hab mich kurz an den Augen gekratzt. Augenbrauen. Okay, Lady, haben wir wieder. Nicht mehr. Doch. Wo die Feder ist, immer hingehen. Oh, wenn ich irgendwas Schweres von der Münze ist, wetten. Nee. Okay, ich weiß nicht, ob da irgendwas war. Okay, ich muss jetzt irgendwie tricksen, weil ich komplett aus der Balance war. Hä? Der hat nichts gemacht. Das ist Betrug. Mann. Okay, nochmal. Ich werde den Typen jetzt nicht hinterher springen. Wegen den paar Fehlern, die ich sowieso nicht bekomme. Okay, das war eigentlich nicht so geplant. Der springt nicht ab. Mann. Danke. Das ist ja eigentlich mal abgesprungen. Einfach durchgeglitscht, lol. Okay, wir haben das Level geschafft. Holy shit. Hab ich hier mich angestellt? Das war voll kurz, aber geil. Genre B haben wir bekommen. Uff. Es war mega leicht. Das Level. Ich habe mich mega angestellt, Leute. Aber wir müssen sowieso nochmal rein. Aber erstmal die geile Sequenz. Unsere Nummer. Nummer 9 war das jetzt. Okay, und nochmal rein. So, ich will was testen. Bevor wir die Biene befreien, will ich hier mal den Multiplikator anschalten. Hier einen hin. Warte mal. Dann den raus. Gibt noch was dazu? Irgendwas gab es noch hier? Tiegelspiegel. War da noch? So. Bist du sicher, dass du die Ausrichtung ändern möchtest? Du verlierst dabei die Seelsong. Okay. Nein. Dann machen wir es nicht. Wir wollen nur testen, ob das geht, ob man wirklich das Level sich leicht erstmal leichter machen kann und dann am Ende sich die Multiplikator hochschießen kann. Nein, es geht nicht. Gut, die Frage haben wir geklärt. Finde ich aber gut. Stufe erledigt. Show the Bee. Wir haben 195 Dinge gesammelt und alle 5 Münzen. Das bedeutet, wir gehen jetzt weiter. Ah, wir haben eigentlich mal diese Verflutung fertig. So, jetzt will ich nochmal sein Ding ins Jahr haben. Nördlich von hier verläuft ein gewundener Weg, umgeben von Pflanzen. Kumpelkracher, die Ecke des Weges für ein Geheimnis. Die Ecke des Weges soll mit Kumpelkrachen. Und ich sehe nur den hier als Weg. Bedeutet, hier, das ist eine Ecke. Oder hier. Oder hier. Wo sind wir nicht genau? Oder hier? Ja, hier. Okay, die Ecke, so gesagt, Mitte des Weges. Okay, hier. Okay, gut. So, dann gehen wir weiter mal. Wenn wir weitergehen können. Können wir eigentlich weitergehen? Gute Frage. Können wir? Nö, können wir nicht. Nö, wir sind hier fertig. Lol. Okay, dann gehen wir mal durch die, den Weg, wo wir letzten Part die Paywall. Was letzten Part? Vorletzten Part. Vorletzten Part die Paywall aufgemacht haben. Und hier. Rein da.
So, das können wir umstürzen und dann ist es ein Giftsumpf jetzt. Wir sind bei einem Giftgebiet gelandet. Ich muss etwas in diesen beknackten Brombeeren unternehmen. Oh, okay. Okay, hier ist Kapitel 6, Segelblatt Umgehung, okay. Da hatte ich kurz einen Niesanfall. Gut, dass ich mich gemutet habe. Aua, das hat kurz einen Halsweh. Okay, da können wir nicht rüber. Wissen. Gucken wir uns hier mal ein bisschen um, bevor wir das Level machen, sofort. Hier ist ein Weg. Ne, hier ist doch kein Weg. Schade, sah so aus. Paige! Willkommen, meine Freunde. Ja, komm, dann machen wir ein Paige-Spiel. Mal los! Ich liebe das. Ich liebe die Musik hier. Okay. Jetzt hier, okay. Gegen diese fleischgewordene Fresser. Mit Willen. So, den dürfen wir nicht vergessen. Hallo. Oh Mann. Okay. Ich habe bemerkt, wenn sie einen angreifen, kann man nicht sie mehr angreifen. Ist aber gut zu wissen, man kann sie nur noch von oben verletzen, wenn sie einen sehen. Ach komm schon, der kam von oben, das war Betrug. Ach komm, ich habe ihm einen Bitchslap gegeben und er verreckt nicht. Nee, wollen wir nicht. Der Anfang ist ja noch leicht. Und hier sollte ich aufpassen, dass ich nicht getroffen werde von oben. Ich hasse das. Am besten einfach nur von hinten. Oder wenn sie benommen sind. Danke. Ja, haben wir geschafft. Ah, schwere Geburt. Okay, Herausforderung gewonnen. Es freut mich, wenn ich sowas gewinne. Habe ich eine Bestätigung, dass ich scheiße bin? Gute Arbeit. Jetzt haben wir die Macht, die Overworld zu verändern. Schaut mal, Paige. Vor! Der Gift entwindet. Das finde ich toll. Kein Gift mehr. Mit Ruhe. Mit ein paar Dingens. Kommt man da hin? So, wir können jetzt die Bomben usen. Bringen die uns was? Nö, die bringen uns nichts. Ich teste mal aus. Oh lol, hier geht der Weg weiter. Sicher ist jetzt. Haben wir diese geile Tonika gefunden. Dicke Haut. Okay, wir werden dicker anscheinend. Diese Tonika. Ich kaufe jetzt extra keine Tonikas, weil wir keine wenig Federn haben. Wollte Geld sagen. Wozu braucht man hier die Bomben? Der Weißfall ist doch immer was. Nein, schade. Können die wirklich nicht mit der Bombe wegmachen? Ja, schade, da ist was. Ach, hier können wir mit der Bombe was wegmachen. Aha. Ich mag diese Overworld-Rätsel. Es erinnert mich ziemlich an Zelda und an Shrine auch so ein bisschen. Naja, nicht Shrine, so Shrine 3 ein ganz wenig. Endlich, ihr Dummköpfe, habt den Flammenbären gefunden. Schnell hier, Trödel, schmeiß ein paar rüber. Okay, unhöflicher Kessel.
Oh, endlich frei. Oh, endlich frei. Oh. Ein Honigtopf, der ist bestimmt total süß. Süß? Schnauze! Seht ihr nicht, dass ich meine süßen Zutaten verlegt habe? Ah, tut mir leid, ohne meine Dosis Zucker kriege ich schlechte Laune. Mein Eintopf hat so lange durchgezogen, dass er ganz bitter geworden ist. Mal kurz. Schlur. Oh. Widerlich. Such doch bitte im Wald nach etwas zum Versüßen für mich, ja? Jo, machen wir. Wir gehen auch nicht in die Welt rein, wie gesagt. Ich will ein bisschen erkunden. Ich mag es zu erkunden. Das macht Spaß. Ah, wir können auch hier ohne den Weg entlang jetzt. Okay. Da gab aber noch da unten noch einen Weg. Ich weiß nicht, wie die Page schon gemacht haben. Müssen wir machen, um das hier zu machen überhaupt? Hilf doch! Drück immer die falsche. Oh fuck. Immer die falsche Taste. Hier, was willst du sagen? Ja. Ja, das ist genug. Okay. Tief in diesem dunklen Wald liegt ein Geheimnis. Folge dem Weg in einem Sackgasse, es ist zu, um es zu finden. Dann Kumpelkracher. Geheimnisvoller Weg. Dann Kumpelkracher. Gibt es hier noch einen? Das ist ja ein geheimnisvoller Weg und ein Kumpelkracher. Hier ein Kumpelkracher? Hm. Merke ich, gucken wir uns nochmal später an, dieses Geheimnis. Weil wir noch nicht alles gesehen haben, deswegen kann ich. Warte mal. Jo, Mann! Boah, das Spiel ist voll gut. Das ist voll gut versteckt gewesen. Das mochte ich. Ich mag die Verstecke von den Tonikos. Ein paar sind ziemlich obvious, aber ein paar sind ziemlich gut versteckt. Hört sie wohl auf, meinen Wände einzureißen? Nö. Naja, rauf kommt ihr nie. Hör für dich. Ich nehme trotzdem Schüsse mit. Ah. Ja, wie die 7. Produktionsfahren und Produktionsfahren Panik. Okay. Wir haben schon mal Kapitel 7. Hier können wir was öffnen. Hier ist noch ein Weg. Mann, dieser Tipp. Ah, okay, dann war das hier den Tipp gemeint. Schattenstachelreich. Okay. Geht ein Weg raus. Dann gehen wir hier mal raus. Aha. 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 Aha, aha, aha. Das ist toll. Hallo, du da. Die Federn. Ja, das ist so genug. Okay. Nee, warte mal. Hier liegt ein zugiger Canyon. Ein zugiger Canyon. Okay. Ja, wilde Mühlenweg. Okay. Wo sind meine fehlenden? Keine Ahnung. Ey, ihr beide. Habt ihr hier vielleicht ein paar fehlende Teile gesehen? Die sind sehr wichtig, damit kann man Pfanne, nämlich einen waagerechten Windstrahl erzeugen. Das ist echt interessant. Ne, findet sie, bevor die mich so sehen. Und sie ziehen mich wieder alle in den Ventilator-Selbsthilfgruppe auf. Okay. Bin mir sicher, dass die fehlenden Teile immer irgendwo sein müssen. Okay. Okay, dann können wir das noch nicht benutzen. 500 für was? Was ist das? Wir müssen für den Typen jetzt Geld ausgeben. Nee, machen wir nicht. Der Pagey. Der will ich. Okay, da kommen wir noch nicht hin. Bitte, Pagey.
Page ist cool. Kann hier irgendwas oben sein? Ja, perfekt. So, Nico gefunden, Vintage-Film. Okay. Ja, nice Versteck. Wir sind bereit. Sag mal los. What the fuck, wie cool ist das denn? Woo! Bin ich mal um? Woo! Ja! Ja! Woo! Ah! Ja! Woo! Das ist eine geile Idee! Oh mein Gott! Herausforderung gewonnen! Das war ja geil! Okay. Na geil. Ja, schaut mal. Page ist vor. Perfekt. Ey, hier ist was. Gelb. Ein gelber Schlüssel. Oder? Ein bisschen gelb. Meinen Sie mit gelb? I'm confused. Gehen wir hier runter lang. Hier bin ich zu suchen. Doch, haben wir. Deswegen. Ey, ihr habt ihn hergefunden. Mag die Kürbis irgendwie nicht. Ich bin ziemlich unsympathisch. Aha. Kennen wir ja schon dieses Rätsel. Wege, Toni, gefunden auf dem Kopf. Ja, bestimmt ist alles auf dem Kopf. Hätt's gedacht. Ja, bitte. Ja, ist genug, okay. Einen kleinen Hain-Tiefen. In einem kleinen, haientiefen, dunklen Wald steht ein verschlossener Käfig. Er ist leicht zu finden, aber es ist kein Schlüssel in der Nähe. Rabe direkt herunter. Okay, gut, guter Tipp. Das ist wirklich ein guter Tipp. Ich finde die Tipps auch ziemlich gut, dass er uns sagt, wo die Tunikums sind. Ey, ihr schon wieder. Ah, das ist einer dieser. Und ich halte die Liebe. Aha. Okay, das bringt mich mal zum Typen. Eigentlich wollte ich was ganz anderes machen. Aber ja, ich mache diesen Part auch ein bisschen länger diesmal, denke ich mal. Ah, ich brauche etwas Süßes. Oh ja. Oh ja, das ist so gutes Zeug. Mal probieren. Ja, mir sollte meine gute Laune ausnutzen, bevor ich wieder depressiv werde. Aber stoß mich bloß nicht an. Ihr könnt das etwas verschütten. Seht ihr. Oh. Oh, okay. Dann haben wir schon mal für den nächsten Part die zwei Level da schon mal. Finde ich aber gut, dass wir direkt die zwei Level dort haben. Ah, wir gehen wieder weiter. Würde ich sagen. Okay, da hoch kommen wir noch nicht. Wieder hier hin. Wir gucken hier weiter mal. So. So. Dann gehen wir mal hier hoch. Weiß ich jetzt, ob ich auch teleportieren kann. Aber, hey Leute, das Rumlaufen macht auch Spaß. Ich mag es hier durch die Welten zu laufen. So, und wir sollen hier direkt drunter eine Kumpelkracher machen. Perfekt. Und haben die Tonika. Ja, der ist super, so nah.
Okay, irgendwas können wir mit Sonar machen. Wir haben keine Sonarschüsse. Das fällt mir gerade erst auf. Wir können auch nicht. Welche Moves hatten wir noch? Ah, keine Ahnung, welche Moves wir noch hatten. Ukulele. Ah, nächste Paywall. Okay, wir sind schon bei der nächsten Paywall. Aber die machen wir noch nicht. Anscheinend so eine Wüste. Okay, wurde auch schon gesagt, dass es in einem Canyon vor uns liegt. Aber ja, das machen wir irgendwann. So. Ich würde trotzdem noch mal hier lang gehen. Hier unten lang. Hier ist ja auch noch ein Weg. Habe ich kurz noch gesehen, wo ich hier lang gelaufen bin. Mit der. Ah, der führt uns zur Kiste, wo ich eigentlich anfangs ganz erzählen wollte. So. So. Wer will auch 500 Federn? Nein, ich will jetzt nicht für den Typen. Zeige jetzt mal keine 500 Federn. Das ist mit der Tonika. Nice. Blumenstunde. Ich würde sagen, ich versuche noch mal kurz diesen Felsen da hoch. Hier hoch und wollte hier mal einen Kumpelkracher machen. Okay, jetzt gucken wir uns nach diesem Part an. Und danach werden wir... Aha, hier ist ja ein Bienenteilon. Gerettet. Armee der 10 habe ich jetzt gerade freigeschaltet, das Achievement. Perfekt, das ist unsere allererste in der Ober, die wir gerettet haben. Wir haben ja schon eine gesehen, aber kommen wir noch nicht dran. Deswegen, nice. Und ich würde sagen, im nächsten Part machen wir die zwei wunderschönen Level der Kapitel 6. Wie gesagt, wir haben ja jetzt den 7. Part. Und ja, Leute, lasst gerne ein Like da. Wir sehen uns bis dann. Und ciao, euer Marc. Bye, bye.